Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Mein Name ist Sophia und ich bin vor einem Jahr circa zum Islam konvertiert. Dazu gekommen bin ich über eine Freundin, die ist ein paar Jahre vor mir zum Islam gekommen. Und die hat mich immer schon sehr viel über Allah geredet oder über Gott. Und sie hat mir viel vom Islam erzählt. Am Anfang war ich gar nicht begeistert, weil ich eben ganz anders erzogen worden bin. Und wir haben halt viel diskutiert über die Stellung der Frau und diese ganzen Verbote und die Regeln im Islam. Und irgendwann, ich war halt selbst auch auf der Suche nach dem wahren Weg und ich habe in meinem Herzen einfach den wahren Weg finden wollen und habe mich dann zu Hause hingesetzt und mich selbst informiert. Und Alhamdulillah, jedes Problem, was ich hatte, alles, was ich nicht am Anfang nicht verstanden hat im Islam, für alles hat sich eine logische Erklärung ergeben. Es gibt nichts im Islam, für das es keine Antwort gibt. Auf alle meine Fragen konnte ich Antworten finden. Und alle Zweifel, die ich hatte, die gingen weg. Und irgendwann war ich halt an einem Punkt, wo ich gesagt habe, okay, dann kann Islam nur die einzige Wahrheit sein. Und dann habe ich meine Schahada gesagt. Und Alhamdulillah, seitdem bin ich Muslima.